was rein gehen, oder? Das ist gar nicht. Hallo, bitte. Zwei Döner mit allen Schaf. Ja, boah. Alter, was geht ab, Leute? Hier. Vom Akadash. Einer der Top-Döner in München. Gut drauf war der Kollege. Also Film, Film, Film. Ich kann nur sagen, ja, auf jeden Fall einer der besten Döner. Jimmy meinte, ja, gehen wir da hin. Jetzt muss er hin. Holen wir uns den. Er hat ein bisschen Probleme mit DeFi, Krypto. Richtiger Fail, aber mehr dazu später. Genau. Sind immer noch nicht weitergekommen. Aber ja, Jimmy ist auch begeistert von dem Ding. Er findet es auch cool. Also das war jetzt einfach so eine Kooperation, wo die mir irgendwie Müll schicken und dann ich dafür Werbung mache. Also ich fand das Produkt cool. Ja, auf jeden Fall. Und muss mich nur mal dran setzen, aber dann wird es bestimmt. So, ein bisschen sauber machen, bevor die Jungs kommen. Ich habe noch ein paar Sachen besorgt für Bubble Tea. Was lustig ist, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Also der Kollege, Pokémon Go-Kollege, der mir Chaya Coin empfohlen hat. Und lustigerweise kurz darauf hat Chong Chaya Coin empfohlen. Der hat mir jetzt von einem anderen Coin erzählt und lustigerweise hat Chong diesmal vor kurzem davon erzählt. Also die haben irgendwie dieselbe Quelle, dieselben Kreise und ein alter Pokémon Go-Kollege hat sich gemeldet, der so, Yo Hong, ich hol dich, kann ich dich aus der Pokémon Go-Rente kurz holen? Ich brauche einen Tausch und so. Ich so, ja Digga, kein Problem. Also schadet mir ja nicht, wenn ich kurz mal das Spiel anmache zum Tauschen. Hat sich halt bisher nur kaum einer mehr gemeldet bezüglich dem Tauschen. Also ich habe noch an die 100 Wildsfreunde oder so. Jeder, der tauschen will. Am Anfang haben es noch welche gemacht. Und dann halt nicht mehr. Also, ich habe kein Problem damit, kurz das Spiel anzumachen. Dann können wir tauschen. Ihr könnt haben, was ihr wollt. Ich brauche nichts. Und dann habt ihr es. Also, kein Problem. Leute, was geht ab? Tom Banks ist in der Haus. Weil Leute, schon entspät. Eigentlich schon Schlafenszeit. Was ist Schlafenszeit? Bist du krank, oder? Jetzt wird richtig schlafen, Digga. Jetzt ist Prime Time. Stream läuft. Schon bist du am Start. Ja, Buh. Gut abgegrat, was ich mir vorhin gegönnt habe. Beef Hotpot. Aber selbst erhitzend, Mann. Selbst heating. Ohne Herd, ohne Wasserkocher. Du tust so Wasser rein und auf einmal fängt es an zu brodeln. Genau, da ist so ein Heating Bag drin. Also so eine Tasche, die ist dann selbst erhitzt. Anscheinend soll sehr heiß werden. Bin mal gespannt, ob es über 100 Grad wird. Aber wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. 15 Minuten ziehen lassen und dann kann man sie schmecken lassen. So schaut's aus. Ding müsste aber auch dabei sein. Elena ist bestimmt auch dabei, glaube ich. Dieses Mal. Kenn ich nicht. Oh ja. Du folgst die ganzen, aber Elena nicht, oder was? Oh Gott, du bist echt tot, Mann. Du bist echt tot. Die absolut geilste von allen, Mann. Echt jetzt? Ja, Mann. Ja, Hefeextrakt ist halt. Das ist halt. Ist halt echt Müll eigentlich, ja. Ist halt echt so. Digga, das Rindfleisch ist auch Müll. Weißt du warum? Das Rindfleisch ist einfach nicht mal Rindfleisch. Ja, natürlich. Das ist auch Rundfleisch und nicht Rindfleisch, oder? Rundfleischextrakt. Und was wir heute machen, ist, wir machen heute selbstgemachte Bubble Tea. Aha, Milchpulver, weißer Tapioca. Was haben wir noch? Schwarzen Tee haben wir, Vanillepulver, Kokos, Milch darf nicht fehlen. Wir haben hier was ganz Tolles, richtig geil, Kokosgelee, das darf nicht fehlen, Kondensmilch, bisschen Matcha. Dann haben wir hier was richtig Geiles, Kokos-Popping-Boba, dann auch mit Joghurt-Geschmack bin ich mal richtig gespannt. Natürlich darf nicht Zucker fehlen, Brown Sugar und bisschen Honig. Bisschen Jackie haben wir auch da. Halbe Stunde. Halbe Stunde. Bei mittlerer Hitze. Aber das habe ich schon letztens gemacht, deswegen heute gepimpt. Ja, Mann. Mit braunem Zucker kochen wir die direkt. Ja, Mann. Oder ein bisschen Honig. Brown Sugar. Oder beides, ja. Leute, Geheimzutat. Kondensmilch mit Matcha-Tee. Einfach verrühren und dann habt ihr so eine richtig schöne, cremige, grüne Kondensmilch-Paste. Und dann ist es als Topping, das ist dann oh mein Gott, das ist geil. Richtig gefaked. Nochmal. Richtig gefaked. Das war kein Geräusch bei den Zäunern. Scheiße. Du erst mal was.
Ja, Mann. So, meine Friends. Yes. Mach die Leine, Alter. Okay, warte. So, meine Friends, jetzt kommen die Tapiokas ins Wasser rein. Sugar. Wie soll ich da reinkommen? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, nimm mal einen Löffel und. Oder. Nimm mal so. Ich einfach die Hälfte erstmal backen. Nein, ist zu viel. Wir machen noch ein bisschen Honig auch noch. Schau mal, was da direkt braun geworden. Aber. Bisschen über. Ist das Wasser jetzt auch ein bisschen süß geworden oder nicht? Ja, das probieren wir gleich. Ein bisschen Honig noch rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir hauen uns einfach alles rein, was gibt, Alter. Also du kannst noch mehr Zucker. Auf jeden Fall. Das ist doch. Das ist leider gar nichts. Das war ja mir so ein Becher Zucker. Okay. Das ist. Komm, warte mal. Ein ganzes Stück. Die hauen nochmal normalen Zucker noch rein. Wo hat oh Oma es probiert? Die schaut auch krass aus. Tati probiert die auch mal. Ich probiere ja, probier alles. Mal. Schmeckt nach Kokos, oder? Was soll man dazu sagen? Haben wir hier noch die Joghurt-Dinger? Da kann ich mir echt nichts drunter vorstellen, ganz ehrlich. Aber wir werden gleich sehen. Boah! Schmecken die? Schmeckt echt nach Joghurt. Ohne Scheiß. So ein bisschen Säure, weißt du, diese Säure und so? Ja, ich bin echt gespannt. Oh mein Gott, haben wir sogar noch einen zweiten Topf voll. Oh mein Gott! So noch einen größeren, wieso haben wir nicht den genommen? Auch ein Tisales, oder? Den hatte ich zuerst, aber der war zu groß, deswegen habe ich den kleineren geholt. Oh mein Gott, Hauke ist jetzt echt der Pauper, der ist auch alles voll. Oh mein Gott, Hauke. Aber der ist so groß wie die Platte, ein bisschen geht an. Nur erhitzen. Ja, 16 Grad. Was für 16? Hauptsache, Tom erzählt wieder irgendwas. Jungs, 16 Grad, 16 Grad. Die Milch ist nicht gekocht, oder? Nicht kochen. Wie viel tust du rein? 15 ja, 15 Gramm. Da steht 4 Teelöffel. Ich mache jetzt mal so 2 Esslöffel rein. So. Dann hieß es jetzt Deckel drauf und auch 6 Minuten ziehen lassen. So, meine Freunde, wenn ihr keinen Sieb zu Hause habt, macht es einfach wie Tati. Das ist seine Special-Technik. Wie viel kommt denn da raus? Ganz wenig, oder? Ja. Ganz wenig. Julian, was geht? Es kann ja nur noch sich um Stunden handeln. Danke dir, Mann. Egal, wir haben noch Zeit. Wir machen Bubble Tea, endlich. Wir haben noch Zeit. Hey, Tati, ich habe schon. Ja, ich muss es noch ein bisschen feiner werden jetzt hier. Und immer zwischendurch ein bisschen Tapioca umrühren. So. Also ich schalte gerne noch mal rein, wenn wir fertig sind. Kann auch sich um 10 Minuten handeln. Ja, Momentum muss nicht. So. Wir haben es diesmal in Milch anstatt Wasser und jetzt kommen noch extra Vanille und Kokospulver. On the top. Je nach Gefühl. Oh. Oh mein Gott. Ganz viel. Keine Ahnung, ob so viele sind oder nicht. Wir werden es gleich probieren. Oha, ich wies ein bisschen her. Auch rein. Ja, Vanille immer gut, Mann. Cool, oh mein Gott, das rieche ich jetzt schon. Boah, das riecht richtig geil. Boah, da machen wir wenig rein, oder? Boah, das ist echt krass. Boah, das riecht wie diese Vanillepulver. Krank. Bruder. Jetzt tun wir alles ein bisschen rein. Von allen etwas. Und dann tun wir ein bisschen Kokos. Joghurt. Die schmecken wirklich gut. Und dann haben wir noch
Okay, wie sollen wir die eigentlich nur trinken? Das ist zu groß eigentlich. Aber wird schon gehen. Egal, die löffeln wir dann raus, oder? Genau, wir löffeln die echt raus. Wir haben eh keinen Deckel. Eben. Perfekt. Sehen, was geht, alles klar. Mein Gott. Oh mein Gott. Oh, Alter, Mann. Das oh mein Gott, ist das krass. Das sieht echt krass aus. Ganz krass. Eddie, kann es sein, dass die Popper schon, diese Boba schon aufgelöst ist? Ich habe es gerade reinbekommen. Oha. Ich bin schon krass, oder? Positiv überrascht, ja. Ganz geil, ne? Leicht Kokos, leicht man. Oha. Alter. Joghurtgeschmack. Echt auch nicht so süß. Nee, obwohl wir so viel Zucker gegessen haben. Ja, Mann. Und Tapioca schmeckt echt gut. Mhm. Aber wir haben es halt ja schnell gemacht, Mann. Ist ja egal, aber der Geschmack ist schon echt super. Langer Tag neigt sich dem Ende. Heute nicht viel Energie gehabt. Aber trotzdem ein paar zugeschaut. Obwohl Knossi krasses Camp hatte wieder mal. Wenn ihr dieses Video seht, dann sind wir wahrscheinlich in der Schlange. Oder ne, waren in der Schlange. Ich mach das Video erst danach. Von einem neuen krassen Donutladen, der auch Bubble Tea verkauft und Shakes. Wow, Donuts. Wir sind gespannt. Ein paar haben schon Promo dafür gemacht. Wir leider nicht. Die haben uns nicht geantwortet. Aber kein Problem. Wir checken euch trotzdem ab. Geben unsere ehrliche Meinung. Ja. Ihr werdet dann sehen, was ihr davon habt. Ehrliche Meinung. Das war's von uns, Leute. Gib gerne Like, Kommentar, checkt die Videos ab, folgt uns auf Twitch und Instagram. Vergesst nicht, serious business.